Auch in Ost-Berlin macht man sich in den 50er Jahren Gedanken über neue Großprofilwagen. Ein 1958 gebauter Prototyp ging nicht in Serie. Erst ab 1962 kommen dann Umbauten aus alten S-Bahn-Wagen zum Einsatz. Ein neuer Wagenkasten mit alter S-Bahn-Technik. Der Typ E3. In mehreren Lieferserien werden dann bis Anfang der 90er Jahre S-Bahn-Züge zu U-Bahnen umgebaut. Aus wirtschaftlichen Gründen bleiben die Züge nur bis 1994 im Verkehr. Erhalten geblieben sind zwei Vierwagenzüge. Einer davon ist betriebsfähig und fährt hin und wieder bei Sonderfahrten auf der heutigen U5. Die Geräuschkulisse weist unüberhörbar auf die Herkunft S-Bahn her. Einfahrt in den Bahnhof Wuhletal. Einzige Station in Berlin, wo ein Umsteigen von U auf S-Bahn oder umgekehrt an einem Bahnsteig möglich ist.